Ich melde mich direkt aus Berlin und zwar direkt an der Parteizentrale der FDP, die über Nacht spontan abgerissen wurde. Wie? Was? Auf der anderen Seite ist sie? Ach du Pfeife, das musst du mir doch sagen! Herr Solms, rückblickend gefragt, war das eigentlich eine Scheißidee mit der FDP? Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, es ist ja mittlerweile schwieriger, einen FDP-Wähler zu finden als das Bernsteinzimmer. Wie sehen Sie das? Endlich mal jemand aus der zweiten Reihe, meine Damen und Herren. Wie ist denn Ihre Laune jetzt eigentlich so? Ein schlechter Tag für die FDP. Ein ganz schlechter. Ganz schlechter. Die Stimmung ist aber nicht so richtig gut da drin, nicht? Ja, alles andere wäre, glaube ich, sehr verwunderlich. Weil Sie noch so ein charmantes Lächeln auf den Lippen haben? Also nur für Sie. Ah, Umfragen sind nicht wichtig. Wahlergebnisse zählen. Jetzt ist das ganze Ding ja den Bach runter. Wie sehen Sie das? Schön, zu sehen. Ja, ich habe mich auch schon gefreut, Sie zu sehen. Guten Morgen, Herr Rösler. Wir sind von der FDP. Wir brauchen Ihre Stimme. Sind Sie kein Demokrat? Doch, wir sind demokratisch. Ah, würden Sie uns wählen? Einfach nur aus Scheiß? Einfach aus Scheiß? Ja? Nö, das nicht. Nicht mal das? Ich will wählen, aber nicht die FDP. Das ist für mich kein Thema mehr. Schade. Ihr habt es verbuggert. Ihr habt selber Schuld. Was haben wir denn gemacht? Ja, nicht eben nichts. Weckt der keine Beschützerinstinkte in Ihnen? Nee. Der ist ganz klein, kleiner als Sie. Ja, weiß ich. Aber die FDP stirbt ja auch aus. Ach, das ist nicht schlimm. Können Sie sich ein Land ohne FDP vorstellen? Ja. Können Sie der Totengräber der Liberalität in Deutschland werden? Nee. Ich bitte Sie, ich gehe vor Ihnen auf die Knie. Wählen Sie uns. Nein. Sein Gericht sein. Warum verachten uns alle so? Weiß ich nicht, an der Politik, die Sie machen. Wir haben doch gar keine Inhalte, wie sollen die denn glaubwürdig sein? Wenn Sie in Ihre Stimme geben würden, könnten Sie sich eine von den drei Uhren hier aussuchen. Nee, nicht. Ich arbeite im Einkauf und bin unbestechlich. Echt? Nicht mal mehr Leute wie Sie? Nee, genau, nicht mal mehr Leute wie ich. Das gibt's doch nicht. Genau, nee, geht nicht mehr. Nein, der geht gar nicht. Ja, ich habe das gelesen. Ja. Wir bitten um Hilfe. Ja, ich weiß das, aber es tut mir leid, ich kann Ihnen nichts geben, ich kann auch nichts unterschreiben. Nein, wir wollen nur, dass Sie uns wählen, FDP. Ich will, ja. Wählen Sie FDP? FDP. Super. Ja, sowieso, schon immer. Ja, klar, immer. Was auch sonst. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der letzte FDP-Wähler von Deutschland. Ja. Das war der letzte FDP-Wähler von ganz Deutschland. Wir gehen zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Der Geipatz, der geilste Parteitag aller Zeiten. Exakt, der geilste Parteitag ever. Und Sie haben jetzt auch noch den geilsten Parteivorsitzenden, Philipp Rösler, Superstar. Den muss man nun wirklich nicht mehr vorstellen, den Philipp. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie unseren Bundesvorsitzenden Dr. Christoph Rösler. Bravo! Bitte begrüßen Sie Dingens Rösler. Ja, ja, der Christoph, Entschuldigung, der Philipp Rösler, das ist mal ein Parteivorsitzender, der guckt endlich mal nach vorne, in die Zukunft. Stellen Sie sich das nur mal vor. Es würde die FDP nicht gehen. Entschuldigung, ich habe mich kurz gehen lassen, meine Damen und Herren. Aber Sie wissen jetzt, wie die Inhalte, die Sie nicht haben, verkauft werden müssen. Die drei Worte in der Kombination gibt es nur bei der FDP. Die Worte sind... Das gibt's nur bei uns im Paket. Komm, ich muss doch total bekloppt sein. Weißt du was? Ich pack noch eine Salami und eine Yucca-Palme oben drauf aufs Paket, du. Mein Chef, der schlägt mich tot. Ja.
Mein Name ist Dr. Birgit Reinemund. Ich bin 51 Jahre, weiblich. Sie lachen. Ich fand den Hinweis ganz hilfreich, muss ich sagen. Ein Top-Alleinunterhalter vorne am Mikro. Sie ahnen natürlich, auf wen ich heraus will. Richtig, Bühne frei für The Voice, Rudi Rentschler. Ich bin hier die Alternative. Wir haben kardinale Fehler gemacht. Wir haben auch falsche Lieferungen angeboten. Entschuldigung. Ist ja süß. Es tut mir leid. Ich habe eine Biene verschluckt. Maja. Nächster Punkt, Innenpolitik. Jetzt kommen wir aber zur Innenpolitik. Also da finde ich alles nicht so schön. So, jetzt komme ich zur Außenpolitik. Die finde ich auch doof. Das ist der FDP-Parteitag in Rostock. Ja, schwer zu sagen, ob das hier alles FDP-Mitglieder sind oder doch nur der übliche Katastrophentourismus. Jedenfalls, die FDP will ja über 5% kommen. Wäre es vielleicht sinnvoll, die FDP benennt sich um in Sonstige, weil die stehen momentan bei 6%. Die Quittung ist auf dem Fuße erfolgt. Ja. Jetzt setzen Sie sich wieder hin. Ne, jetzt stehen Sie wieder. Es ist teilweise schwer zu unterscheiden. Kommen Sie unter uns. Sie sind doch von den Grünen, oder? Frau Homburger, was machen Sie denn noch hier? Rösler, dann Lindner, der Justin Bieber der FDP und dann gibt es noch Daniel Bahr. Und das heißt, das seien die Hoffnungsträger. Und ich denke immer, wenn so Hoffnung aussieht, wie sieht dann Trostlosigkeit aus? Ja, ja, ja. Westerwelle! Oh, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich beim Thema Trostlosigkeit auf Westerwelle komme. Aber Philipp Rösler, das ist für mich so eine Art Brückentechnologie zum endgültigen Ausstieg der FDP aus der deutschen Demokratie. Und ich meine, du musst sehen, der Mann ist 38. Er ist 38 und er sagt, er möchte mit 45 Jahren aus der Politik aussteigen. Da sage ich, das ist Optimismus. Dass der Typ wirklich glaubt, dass es die FDP noch 7 Jahre geben wird. Guido hat ja auch gesagt, Philipp Rösler hat jetzt 3 Stellvertreterinnen, Frau Homburger, Frau Leuthäuser und Frau Schnarrenberger. Das muss reichen. Ich bin heute Abend zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise genehmigt wurde. Ja.